YouTuber bekomme ich immer wieder Schreiben, wo es heißt, wo ist denn Gott? Warum tut er denn nichts? Wie kann er nur zuschauen? Diese haben Gott noch nie kennengelernt. Erstens mal, du kleines Stäubchen von einem Würmchen. Du glaubst, er muss einen urgewaltigen Gott sagen, was er zu tun hat, wie er es tun müsste. Gott sei Dank bist du nicht Gott. Ich komme in einen Zorn inwendig. Wenn ein Menschlein glaubt, er müsste Gott verstehen. Wenn ich könnte ja Gott verstehen, in all seinen Gedankengängen, dann wäre er nicht mehr mein Gott, denn er wäre ja auch Gott, oder? Wenn Gott verstehen kann, dann bin ich selber Gott. Nein! Ich hangle mich an dem Seil zu Gott hoch. Und da hilft mir auch der Schutzengel und der Heilige Geist. Und das wagst du Gott vorzuwerfen. Dann frage ich die Person, die so denkt, bist du jeher ohne Sünde? Hast du noch nie gesündigt? Jedenfalls, wo du geboren warst, hattest du schon eine Sünde. Die Erbsünde, Schuld. Und wenn jemand glaubt, er hätte nie gesündigt, er glaubt nicht, aber es gibt solche. Dann ist das schon die Sünde. Zu mir kam eine Frau im Beistuhl, dachte ich, sie kommt einfach, weil es Tradition ist, aber sie hätte keine Sünde, sie hätte nie gesündigt. Und er kennt ja den Schwerbischof, oder? Ja, das ist ja der da. Er hat Humor. Selbst im Beichtstuhl. Da sagte ich für mich, oh lieber Gott, wie danke ich dir. Endlich kommt jemand wie die Gottesmutter, ohne Sünde nichts. Dann sagte ich, nein, Herr Schwerbischof, es stimmt. Nein, ich habe schon noch das und das und das gemacht. Sag ich, sehen Sie. Mit Humor habe ich es hergebracht. Oder sagte nicht der Heiland, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein? Man möchte, dass Gott reinschlägt. Und die, welche nicht an Gott glauben oder nicht wollen oder weiß ich was, dass er die mal so richtig zur Hölle wirft. Das ist nicht Gottes Denken. Eine Mutter zum Beispiel kenne ich oder kannte ich, die betete schon 40 Jahre für ihre Kinder, die absolut böse wurden, sind und waren. 40 Jahre, sie betet weiterhin. Warum? Dass sie umkehren auch, dass Gott ihnen hilft. Und wir? Wir sollen sagen, weg mit denen, Herrgott, schlag mit dem Blitz rein. Das kommt schon noch. Wir sollen noch versuchen zu retten, was wir retten können. Wenn nichts tun kann, Gebet oder Kleinigkeiten. Wenn es ja so gut geht, auf einen okay. Aber viele haben ja zu klagen. Schenkt es Gott für Umkehr vieler Seelen. Eben diese Mutter mit den 40 Jahren beten für ihre Kinder. Sie glaubt und glaubt. Und Gott soll das nicht tun. Die Mutter hatte vier Kinder. Gott hat Millionen von Kindern. Er soll die einfach abrasieren. Dann will ich euch noch einmal aus der Heiligen Schrift etwas vorlesen, wie Gott denkt und schadet.
Und zwar noch aus dem alten Bunde, wo man immer sagt, Gott sei bösartig gewesen. Abraham lebte zur Zeit des Alten Testamentes und hatte einen Neffen namens Lot. Lot und seine Familie wohnten in Sodom, einer Stadt, die in der Bibel als unglaublich böse und sündig beschrieben wird. Deshalb hatte Gott Abraham mitgeteilt, dass er Sodom und eine ähnliche sündige Stadt namens Gomorra vernichten wolle. Das jagte Abraham einen großen Schreck ein. Wenn Sodom gestört würde, käme auch sein Neffe und dessen Familie um. In einer tiefen Angst um Lot und seine Familie beginnt Abraham nun mit Gott zu verhandeln. Wenn 50 Gerechte in Sodom wohnen, wirst du die Stadt dann trotzdem vernichten? Fragte Abraham. Nein, um 50 gerechte Leute willen werde ich die Stadt nicht vernichten, spricht Gott. Und bei 45? Auch nicht. Bei 40? Nein. Gott zeigt große Geduld mit Abraham und lässt sich von ihm auf 10 Leute herunterhandeln. Doch Abraham gibt sich mit 10 Leuten zufrieden und schweigt. Und jetzt ist es an Gott, zu antworten oder zu handeln. Er zählt die Gerechten in der Stadt, sein Resultat, leider gibt es keine 10 Gerechte, sondern nur Lot mit Frau und seinen 2 Töchtern. Deshalb kommt Gottes Gericht über Sodom und Gomorra. Die Städte werden zerstört, obwohl sich das furchtbar anhört. Bleibt Gott gerecht, er rettet Lot, den einzigen Gerechten, mit seinen 2 Töchtern vor dem Tod. Das ist Gott. Und versteht ihr, wie viel er heute müsste vernichten? 80% vielleicht der Menschheit. Es sind seine Kinder. Sag es noch einmal, glaubst du, dass du ohne Sünde bist? Dann ist das schon die große Sünde, dass du das meinst. Willst du dich vergleichen mit Jesus? Ich könnte noch andere Personen nennen, aber lassen wir es jetzt. Bitte überlass Gott das Regieren. Das Wichtigste ist heutzutage, dass ihr durchhalten könnt. Bittet den Heiligen Geist, dass er zu euch komme und euch die Liebe lehre zu Gott. Denn die Liebe ist das Stärkste, was wir haben können. Sie ist nicht immer schön. Bittet doch um den Heiligen Geist. Es gibt so ein kurzes Gebetchen. Komm, Gott, Heiliger Geist, erfülle mich, auf dass ich im Geiste Jesu Christi tue, was meinem himmlischen Vater wohlgefällt. Kurz und gut, ich hätte noch ein Gebet und da haben viele Angst davor, weil sie Gott nicht lieben und nicht kennen. Mein Herr und mein Gott. Das ist natürlich mein Favorit auch unter den Heiligen. Der heilige Bruder Klaus, mein Namensvetter. Er hat gebetet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich, ich ändere es ein bisschen, was mich und die Menschen durch mich
hinter zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich und durch mich die Menschen fördert und führt zu dir. Noch einmal, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.